zufrieden wir hier mit dem Turnier sind. Gestern hatten wir leider Regen, aber das gehört dazu. Es ist eine landwirtschaftliche Gegend und alle haben sich eigentlich gefreut für die Menge an Regen, die wir hatten. Wir sind auch heute damit klargekommen. Der Boden ist hervorragend. Wir haben heute gute Sonne gehabt und die Reiter waren sehr zufrieden. Die Leistungen waren überaus sehr, sehr gut. Wir haben einen hervorragenden Parcourschef, Klaus-Peter Klein, und der hat angepasst an die Gegebenheiten sehr schöne Parcours hergestellt. Es ist wichtig, dass die Turniere wieder stattfinden, weil jeder möchte nicht nur immer alleine zu Hause reiten und trainieren für irgendwas, wo es letztendlich kein Ziel gibt. Und jeder braucht ein gewisses Ziel, um Training zu leisten für dieses Ziel. Und da muss solche Veranstaltungen wie heute müssen da stattfinden. Ich bin sehr, sehr zufrieden und es ist immer wieder schön zu sehen, auch in diese schwierigen Zeiten, wie jetzt die Leute alle zusammenrücken und wie die ganzen Vereine ihren Teil dazu beitragen, dass es eine erfolgreiche und gelungene Veranstaltung ist. Ja, es war sehr schön, dass es nach 9 Monaten wieder endlich mal ein Turnier bei uns im Landkreis stattgefunden hat. Für alle Leute war es natürlich sehr, sehr schön, endlich mal wieder im Landkreis zu starten und vor dem heimischen Publikum zu reiten. Ich glaube, es sind viele, viele Leute konnten in den 9 Monaten gar nicht losfahren und jetzt haben sie sich endlich mal wieder auf einen Start im Landkreis Lüchow-Dannenberg gefreut. Die Kreismeisterschaften sind einmal wichtig für die Jugendförderung und halt für die ganzen aktiven Reiter. Das ist nochmal ein extra Ansporn. Also ich war eigentlich sehr zufrieden. Mit meinen Jungpferden war ich sehr zufrieden. Nur halt mit meinem eigenen Pferd hatte ich leider zweimal einen ärgerlichen Fehler. Aber so ist halt der Sport und das gehört auch dazu. Dass ich zum erfolgreichsten Reiter wurde, das war sehr schön für mich. Damit hatte ich eigentlich gar nicht gerechnet. Es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, weil man nicht mehr so weit fahren muss. Und ja, weil es halt auch einfach in unserem Kreis ist und die Zuschauer, die sehen das dann doch gerne. Das Kreisturnier haben wir dieses Jahr in Dannenberg, ob das nächstes Jahr wieder in Lüchow ist. Wir werden nach dem Verlauf und nach allem, was da zusammenkommt, mit dem Vorstand zusammensitzen und sehen, wie die Resonanz war. Bis jetzt ist es natürlich sehr gut, weil für uns ist Dannenberg ein gewachsener Verein, die uns sehr großzügig entgegengekommen sind, indem sie uns erlaubt haben, den Platz zu nutzen. Aber wir haben auch Verpflichtungen Lüchow gegenüber, obwohl der Platz da für uns schwieriger ist, von Bodenverhältnissen und organisatorisch.